Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vanbörse. Wir sind heute bei Sascha Muss. Hi Sascha. Hallo zusammen. Und Sascha hat sich bereit geklärt, uns heute einmal eine besondere Version vorzustellen. Und zwar hat Sascha den Bus nicht komplett selbst ausgebaut, da kommen wir gleich näher zu, sondern den Teil ausgebaut, glaube ich, und dann ein paar Verfeinerungen hinzugefügt. Und ja, Sascha, wenn es für dich okay ist, würde ich sagen, gehen wir mal rein und quatschen mal ganz kurz zu dir. Film schon einmal hier rum. So, herzlich willkommen auch drin. Ganz kurz, Sascha, zu dir. Interessant für viele, glaube ich. Vielleicht willst du uns einmal ganz kurz erzählen, wie alt bist du? Was machst du beruflich? Wir hatten ja gestern schon kurz gequatscht. Ja. Wie lange bist du schon unterwegs und wie lange bist du noch unterwegs? Sehr, sehr gerne. Ja, ich heiße Sascha und komm aus der Ecke von Ingolstadt. Da habe ich die letzten 20 Jahre gelebt und gearbeitet, überwiegend in der Gastronomie. Also ich habe einen großen, vielseitigen Gastronomie-Background, bin aber durch Corona und so weiter mit einem eigenen Laden bin ich da jetzt quasi in die Personaldispo. Und das ist mein Job, ja. Ich habe eine ganz tolle Firma kennengelernt, bei der ich jetzt arbeite als Disponent für, ich sag mal, Live-Event und Filmgeschichten. Super interessant. Du hast es gerade schon mal angeschnitten. Du arbeitest von unterwegs, richtig? Richtig, genau, über Remote. Ja. Genau, und ja, dazu braucht man nicht viel. Laptop, vielleicht einen zweiten Display, wie ihr seht. Und ein vernünftiges Internet, genau. Super cool. Ja. Wie lange bist du schon unterwegs? Ich bin jetzt, kurz überlegen, es müssten ziemlich genau 8 Wochen sein. Ja. Vor 8 Wochen bin ich gestartet, genau. Und vor, also Anfang des Jahres, ich würde sagen so April, Anfang April war es, habe ich den Van von 2 richtig coolen Jungs aus der Nähe von Stuttgart gekauft, die dann quasi diesen Grundausbau gemacht haben. Ja, die haben schon wirklich sehr viel Geschmack bewiesen mit einem schönen Boden, wie ich finde. Es ist ein PVC, der fast ausschaut wie ein echter Boden. Die Küche aus Ikea, die Hängeschränke und Sitzbänke und Bett. Super, Sascha, vielen Dank. Das holt, glaube ich, die meisten Leute ab. Da noch einmal kurz von mir vielleicht 1-2 Fragen zu. Also du hast den Kastenwagen selber gekauft. Ich glaube, es ist ein Opel Movano. Ich habe es gar nicht gesehen. Richtig, ja, korrekt. Opel Movano, 2,8 Liter. Ja. Genau, also von der Leistungsstärke perfekt, finde ich. Braucht man nicht mehr, geht gut. Und es ist ein H2 und L3. Ja. Das heißt, wir haben hier 2,60 Meter Höhe und eine Länge von 6,20 Meter knapp. Ja. Genau. Also auch interessant für die meisten. Ich bin 1,90 groß, du bist auch relativ groß. 1,84. Ja, man kann gut drin stehen. Ja, ich bin vielleicht dann 1,89, aber ich kann wirklich drin stehen. Das ist für die meisten, glaube ich, immer ganz cool, das einzuschätzen. Genau. Also, du hast den Van dann quasi gekauft. War der leer? Oder hast du den von den beiden Jungs, von denen du gerade gesprochen hast, schon so, die hatten den quasi im Angebot und haben den dann für dich ausgebaut? Nee, der war schon fertig ausgebaut. Genau, der Movano an sich ist ein 2013er Baujahr. Und die Jungs haben den letztes Jahr frisch ausgebaut für eigene Pläne und so weiter. Aber dann kam bei dem einen unverhofft das Kinderglück dazwischen und da haben sie gesagt gehabt, ja, da können sie das Geld gut gebrauchen. Ja. Es hat sofort gematcht. Also es waren, ja, ich werde mich da auch gerne wieder bei denen melden. Und ja, genau. Und dann habe ich angefangen, dem Ganzen was Wohnliches zu geben. Ja, es fing dann irgendwie an. Klar, ich habe dann mal mehrere Tage, hätte ich fast gesagt, vom Einrichtungshaus verbracht. Ja. Bin dann immer wieder rein und habe was gefunden und habe dann wieder einen Teil zurückgebracht und das Gleiche vom Baumarkt und habe dann ja, von Leisten geschnitten. Da kostet normalerweise eine 5 Euro, kann ich euch nur empfehlen, holt euch so ein Brett, schneidet die selber, sucht euch irgendwie eine vernünftige Tischkreissäge, gibt nichts Besseres und es macht einfach einen schönen, angenehmes Gefühl, so ein bisschen Wellnesscharakter. Ja. Genau. Ja, und dann ging es weiter, dann hatte ich dann noch so tolle Arbeitsplatten, die ich zuvor in meinem Wohnzimmer hatte als Esszimmertisch und im Keller als Büroplatte. Und die habe ich mir zurechtgeschnitten und mit Scharnieren versehen. Genau, da habe ich dann quasi meine Unterlagen und Elektrozeug, Akkuschrauber, Stichsäge, was man halt so braucht, um auf Reisen noch weiter basteln zu können. Ja.
Ich finde es super schön, vielleicht nochmal für alle. Also die Küche war schon drin, Sascha, die Hängeschränke waren drin. Genau, richtig. Das Bett war drin, hattest du gesagt. Ja. Und vielleicht einmal ganz kurz alles, was du hinzugefügt hast. Ein paar Sachen hast du ja gerade schon erwähnt, kommen wir gleich nochmal drauf. Diese Tischplatte hast du selber reingebaut? Richtig, die habe ich selber reingebaut. Die hat auch mehrere Funktionen. Man kann sie, wenn man sie leicht anlupft, kann man sie komplett unter das Bett schieben. Ah, und daher noch der Sitz drunter, okay. Genau, richtig. Ja. Da passen dann quasi noch zwei Leute hin. Hier passen drei Leute hin. Ich habe hier auch noch was versteckt. Ja. So kann man quasi dann hier auch schön gemütlich zu Abend essen, ja. Ein Buch lesen oder ja, einfach sein. Und das, wenn wir gerade bei versteckten Sachen sind, das Bett ist vielleicht noch ganz interessant. Es ist jetzt aktuell, ich habe es vergrößert durch eine weitere, so einen Schaumstoffausschnitt im hinteren Bereich auf 1,40 Meter auf 1,85 Meter. Perfekt halt, um mal ein Powernapping zu machen, ja, mittags oder auch mal in entspannteren Positionen zu arbeiten. Es ist aber auch ausziehbar. Ja, wenn man hier sieht, hier gibt es eine Führungsschiene und ich habe zwei Matratzen, also zwei Matratzen übereinander. Ja. Und dann ziehe ich das einfach aus, nehme die Matratzen nebeneinander und habe dann, das sind knappe 2 Meter. Smart. Ja. So. Das heißt, die Führungsschiene ist einmal hier auf der anderen Seite wahrscheinlich auch. Richtig. Genau, da sieht man sie und dann ziehst du das raus. Diese Bettkonstruktion finde ich auch sehr smart. Das haben mittlerweile ganz viele, weil du hast immer die Chance, irgendwie zu variieren. Ganz kurz, ich glaube, ihr wart ja jetzt auch ein paar Wochen zu zweit. Richtig. Für eine kurze Zeit. Ja. Und das ging wahrscheinlich vom Platz her super. Also ich finde es gerade erstaunlich, weil der Van sieht von außen gar nicht riesig aus. Ja. Es gibt die deutlich länger, aber du hast ja hier wirklich, also hier kann man ja locker mit 4, wenn es eng mit 5 Leuten essen, oder? Ja, bis zu 5 Leuten würde ich schon sagen, geht das, ja. 2 hier, 3 passen ja locker hier hin, kann man ein bisschen kuscheln. Ja, geht, also zu zweit in diesem Van ganz klar aushaltbar. Ja, absolut. Also ist klar, das muss harmonieren, aber das weiß jeder. Ja. Und das war eine Reisebegleitung, die sehe ich jetzt demnächst in Marokko wieder. Ja. Wir hatten noch ein bisschen Resturlaub und das wird bestimmt wieder eine ganz tolle Zeit. Ja, super cool. Perfekt. Sascha, dann würde ich einmal zu deinen Verkleidungen weiterkommen. Also, ganz kurz zu den Decken und Holzpaneelen. Da kann ich mir vorstellen, dass ganz viele Leute das fragen, waren die schon drin oder hast du die selber im Nachhinein angemacht? Ne, die waren schon drin. Okay. Das sind, glaube ich, ganz normale, das kann ich vielleicht beantworten, wenn du es nicht weißt. Das sind, glaube ich, so Feuchtraumpaneele. Wir haben nämlich zufällig sehr, sehr ähnliche. Mhm. Eignen sich super für einen Van und sind super praktisch. Dann das Fenster ist von CarBest, habe ich gerade schon gesehen. Du hattest eben mal erwähnt im Nebensatz, dass du ein größeres eingebaut hast. Hast du das selber gemacht oder war das auch schon drin? Das habe ich selber gemacht. Ja. Also ich hatte jemanden, der hat das schon mal gemacht und habe quasi mit ihm den Dachträger, also den Dachausbau gemacht. Können wir ja vielleicht nachher mal einen Blick drauf werfen. Gerne. Und in dem Zuge war es mir ein großes Anliegen, dass ich ein größeres Dachfenster hier drin habe. Klar, der Klassiker einmal wegen Licht, die anderen Punkte waren für mich die Abdunklungsmöglichkeiten. Das kleinere Fenster hatte keine Abdunklung und auch kein Moskitonetz. Und für mich persönlich ein weiterer Aspekt, der Sicherheitsaspekt. Ja. Ja. Also wenn man wirklich mal in eine Extremsituation kommen sollte, noch nie passiert, aber dann habe ich die Möglichkeit über die Bank hier und die Küche hier easy rauszukommen. Ja. Also das geht. Ganz wichtig, nicht zu unterschätzen. Ich glaube, die normalen 40x40, meine Freundin, könnt ihr sich da noch durchzwängen, aber wenn man dann die Schultern ein bisschen breiter hat, dann wird es bei denen schon schwer, hier noch einmal zu zeigen. Ich bin ja ein riesen Fan von großen Dachfenstern, wie du schon sagst, Licht kommt rein, man kann super lüften, sehr, sehr schön. Perfekt, um mal von hinten ein bisschen weiter nach vorne zu kommen, also ich glaube, die Hängeschränke haben wir abgehakt, da gibt es nie so viel zu erzählen, das sind ganz normale, das haben die beiden Jungs wahrscheinlich reingebaut, so Pushlocks heißen die, glaube ich. Ja, genau, damit es bei der Fahrt nicht aufgeht. Genau. Und dann die Leisten hattest du ja eben schon erwähnt, alles natürlich sehr sauber wohnlich gemacht. Also als Tipp von dir vielleicht, Sascha, um so einen Innenraum wohnlich zu kriegen, also das finde ich super. Wir sind hier auch lang gegangen, meine Freundin und ich, und sie hat gesagt, hier musst du mal nachfragen. Das sah schon von außen sehr, sehr schön aus. Ja. Also vielen Dank für die Inspo. Sehr dann gerne. Würde ich vielleicht einmal ganz kurz zu deiner, nennen wir es, Arbeitsecke kommen. Ja. Du hast hier, das zeige ich einmal, einen zweiten Bildschirm mit dem MacBook verbunden. Wie sitzt du, wenn du arbeitest? Weil das ist ja nicht einfahrbar. Dann sitzt du an dem Tisch.
Sowohl als auch. Also ich arbeite sehr gerne im Stehen. Das ist hierfür natürlich optimal. Ja. Und wenn ich dann sitzend arbeite, habe ich tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Ich habe hier so eine zweigeteilte Sitzbank, ja, wie man hier sieht. Und da kann ich mir eins der Teile rausnehmen und hier hinlegen. Dann kommt mein Fell drauf, wenn ich will, noch ein Kissen. Und dann habe ich die perfekte Sitzhöhe. Das ist ja super. Ja. Ja, genau. Also alles wirklich sehr, sehr durchdacht. Ja. Und ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber es ist sehr erstaunlich mit dem Platz irgendwie. Ich weiß gar nicht, so ein Movano scheint sehr gut geschnitten zu sein. Sowas haben wir auch nicht so häufig. Mhm. Super praktisch. Also das ist deine Arbeitsecke. Hier hast du so ein bisschen Strom, hatten wir eben schon kurz drüber gequatscht. Genau. Ja, so ein bisschen Bilder. Deko hast du alles selber gemacht? Ja, genau. Ich war da hier auf dem Weg hierher, bin ich irgendwann mal bei einem Ikea vorbeigekommen und dann hat mich der Rappel gepackt. Das erste, was man halt immer gesehen hat, wenn man von draußen reingeguckt hat, waren halt diese ganzen Lichter und Knöpfe und Standheizung und hier hinten dran dann nochmal für Solar. Ja, cool. Und das hat mir nicht so gefallen. Und dann habe ich dann Bilderrahmen gekauft. Die habe ich hier hingeklebt. Da kann man das Bild auch austauschen, wenn man dann möchte, mit so einer Schnur. Und das sind Bilder von meinem besten Kumpel. Das heißt, das hat noch einen Erinnerungswert. Display mit Magnet befestigt, damit man den auch irgendwo mal mitnehmen kann, das Akku betrieben. Und so hat sich das alles irgendwie ergeben. Also ich finde es super smart, das muss ich sagen. Gerade mit diesen ganzen Anzeigen, die poppen dann ja schon, gerade wenn die leuchten, wenn man reinguckt. Also das hast du, würde ich mal sagen, sehr, sehr gut hinbekommen. Dankeschön. Super cool. Perfekt. Wenn es für dich okay ist, Sascha, gehen wir vielleicht dann mal sogar schon zur Küche über. Ja, können wir gerne machen. Dann steppe ich mal einen raus und vielleicht willst du einfach mal starten. Vielleicht als erste Frage, wie viel Frisch und wie viel Abwasser hast du? Gerne. Also ich habe hier unten drunter direkt mit einem Außenwasseranschluss einen 60-Liter-Tank, würde ich schätzen, versteckt. Abwasser sind etwa 30 Liter, würde ich jetzt auch mal schätzen. Ich habe zusätzlich dann nochmal einen Kanister im Laderaum hinten mit weiteren 20 Litern. Dazu kommt dann noch Trinkwasser. Momentan noch in der klassischen Variante 3x8 Liter Trinkwasser, die ich mir dann hier immer in meine Flasche reinfülle, mit meinem Geschmack meiner Wahl. Und somit kommen wir ungefähr auf 115 Liter. Damit kommt man gut aus wahrscheinlich, ja, ne? Stehst du viel frei oder viel auf Plätzen? Ich stehe überwiegend frei. Ja. Und wenn ich dann einfach mir, meinem Fahrzeug, mal was Gutes tun möchte oder es mit dem Wi-Fi gerade nicht klappt oder so, dann komme ich auch gerne mal auf Plätze. Und wenn man halt Kontakt möchte, weil hier ist im Radius von 10 Metern sind so viele tolle Menschen, das genießt man dann auch. Auf jeden Fall. Ja. Super cool, danke. Gerne. Dann gehen wir mal weiter. Dein Wasserhahn finde ich sehr stylisch. Ist der zum Rausziehen? Das ist für viele, glaube ich, ganz interessant. Kannst du die Brause rausziehen? Genau, die ist ausziehbar. Ja. Hat, wie die meisten wissen, den Vorteil, dass man den nach außen drehen kann. Ja. Und somit den rausziehen kann und mit einem Saugnapf einfach am Auto befestigt. Super und so praktisch. Hat man dann quasi die erste Brause oder Dusche. Ja. Genau, die zweite hat sich dann da unten versteckt. Ah. Kann ich nur empfehlen. Viele kennen sicherlich die Decathlon Außendusche. Es ist Wahnsinn. Ich habe den einfach vorne im vorderen Raum im Expander festgemacht. Vorne ist eh immer ein bisschen wärmer. Ja. Und kann für um die Füße mal sauber zu machen, um einen zweiten Waschplatz zu haben, um sich abzuduschen fürs Surfbrett oder so, ist das, also möchte ich nicht missen. Nutze ich jeden Tag. Die sind Tag. Super, die Dinger. Das ist klasse, ja. Ja, genau. Hast du ansonsten Warmwasser, einen Boiler drin oder ist es alles über Kaltwasser? Das ist momentan noch alles über Kaltwasser. Ich bin schon auf der Suche nach Lösungen, aber ich habe gesagt gehabt, ich mag Kaltwasser und ja ist schön. Ja, super cool. Ja, Warmwasser haben auch die wenigsten. Da muss man sich schon gut was ausdenken. Ist immer mit einem Boiler oder Gas verbunden. Strom reicht meistens nie. Ja, da deswegen ist es eine tricky Sache. Da aber gibt's echt viele Möglichkeiten mittlerweile. Ja. Und da will ich mich für die richtige entscheiden, weil das ist natürlich eine Investition und ein größerer Aufwand auch. Sehr smart, cool. Perfekt. Deine Kühlbox oder dein Kühlschrank würden wir gerne noch sehen, wenn sehr, das okay gerne ist. Die haben wir hier innen drin versteckt. Ja.
Der ist jetzt aktuell noch nicht so groß, aber ich habe mir da quasi so eine Einlage habe ich geschenkt bekommen von ganz netten Menschen. Und da habe ich dann quasi meine Getränke unten drin und alles, was man so braucht. Bist du zufrieden mit der? Ich bin aktuell super zufrieden. Ich bin, wie ich vorher schon gesagt habe, aus der Gastronomie. Ich koche sehr, sehr gerne. Das heißt, es wird irgendwann mal eine größere werden. Und dazu schmeiße ich die Doppelsitzbank raus und nutze den Bereich in der Mitte, um dort eine richtig schöne ausziehbare Kühlschrank mir zu installieren mit Eiswürfelmaker. Und das wird super. Ja, ist ein ganz beliebter Platz, glaube ich, zwischen den Sitzbänken. Das haben ganz viele. Ja, und dann wird unten drunter noch ein vernünftiger Schuhschrank entstehen. Momentan kann ich das einfach hochheben, habe da Schuhe drin. Ja. Genau, und das ist so eins der nächsten Projekte. Super schön. Genau. Ansonsten habe ich hier unten ein kleines Heiligtum, meine Messerchen. Ja. Jeder, der in der Gastro gearbeitet hat, kennt die GN-Behälter. Die habe ich sogar auch schon mal gesehen, ja. Und die sind ganz praktisch, vor allen Dingen mit diesem Brett kann man die hier einsetzen und schnippelt auf die eine Seite den Müll und da den Abschnitt und auf die andere Seite das Produkt. Sonst hinten kann man auch noch was reinmachen. Vielen Dank für die Koch-Insights. Alles, was man an solchen Sachen im Vanlife haben kann, vereinfacht das Leben und deutlich viele Sachen. Und gerade wenn man viel kocht, ist das, glaube ich, eine super Sache. Vielen Dank dafür. Gerne. Perfekt. Vielleicht ganz kurz dazu noch. Ja. Strom ist ja immer so eine Sache in Verbindung mit der Kühlbox. Weißt du, wie viel Watt du auf dem Dach hast? Ja, ich habe von den beiden Jungs waren vorab installiert 2x100 Watt auf der Frontseite. Genau, und ich habe hab mir noch eine zweite Solarpaneele auf die hintere Seite gesetzt mit 400 Watt. Ah. Okay, also hast du an Strom mangelst dir wahrscheinlich nicht. Ja, das darf man nicht unterschätzen, weil ich habe mich gegen Gas entschieden. Genau, wie man hier sieht, hier ist die eine Induktionsplatte, ist einfach eine mobile. Und ich habe noch eine zweite, die ich dann manchmal für draußen nehme oder wenn ich dann halt wirklich eine große Kochsession mache oder so. Und die verbrauchen dann schon was. Ja. Also man muss schon ein bisschen haushalten. Des Weiteren kommen halt noch so weitere Smart-Systeme dazu. Hier oben haben wir einen ganz wundervollen Sound durch die Sonos. Ja. In Verbindung mit der Alexa kann ich dann Licht an. Ach sorry, da habe ich jetzt glaube ich dazwischen gefunkt. Kann ich dann quasi auch die Atmobeleuchtung farblich einstellen, von der Stärke einstellen. Super interessant. Hatten wir noch nie vorher mit Smart Home Alexa. Bin ich auch ein großer Fan von sowas. Da ist sie wieder. Ja, super cool. Genau. Vielen Dank, Sascha, für hier drin. Ich glaube, den Großteil haben wir. Vielleicht wollen wir noch einmal kurz quatschen. Das ist für die meisten nicht so interessant, aber es ist wahrscheinlich noch ein großes Overhead-Fach. Ich glaube, das hattest du gestern auch schon mal erwähnt. Was ich erwähnt hatte, ist der Bereich hier innen. Ich hatte dir gesagt, dass ich durch eine kleine Verletzung gerade aktuell nicht surfen kann, wegen meinem Knie. Und dann habe ich mir so ein Bodyboard gekauft. Ja. Macht mega viel Spaß. Ja. Und das passt von der Länge her halt. Also es verschmelzt mit diesem Innenraum einfach. Er sieht auf jeden Fall schöner aus als jeder Dachhimmel, den man sonst so bekommt. Genau, und hier ist dann einfach aktuell noch gelöst mit einem kleinen Vorhang, aber die Vorbereitungen für das Brett, ein schönes Echtholzbrett, laufen schon. Dann einfach ein paar Taschen, Handtücher, was man halt so braucht. Genau. Will man nicht missen, diesen Platz. Genau. Was ich noch einmal ganz kurz erwähnen will, weil das hatten wir damals bei uns im T4 auch, das haben wahrscheinlich auch die Jungs gemacht. Das ist hier wahrscheinlich eigentlich eine Trennwand gewesen. Die wurde dann wahrscheinlich einmal aufgeflext, ne? Mit so einem Kantschutz heißt es. Ja. Super praktisch, weil ich glaube, durch diese Trennwände hält man auch die Hitze vorne. Du hattest es eben schon mal erwähnt. Mhm. Dann bleibt es hier im Innenraum zumindest ein bisschen kühler, als wenn es einfach offen wäre, was wir ganz viele haben. Ja, ich gebe dir absolut recht. Also das ist genauso ist es perfekt für mich persönlich, weil man kommt auch einfach mal in den Fahrerraum, weil wie gesagt, da ist es etwas wärmer. Ich habe meinen Expander hier oben gespannt, an dem ich meine Wäsche immer trockne. Ja, also da hänge ich einfach meine Handtücher rein vom Surfen oder wie auch immer und die trocknen perfekt. Und hier habe ich mir dann auch wieder mit einem Expander einen Vorhang hingemacht. Das ist ein spezieller Vorhang, das ist ein Thermovorhang. Genau. Und der hält Kälte genauso wie Wärme ab. Ja. Der ist auch im hinteren Bereich nochmal, das sieht man dann gleich von außen nochmal schön. Hinten ist er doppellagig. Ja, und das ist wirklich auch eine weitere Empfehlung. Die Dinger bringen wirklich was. Also die, ja.
vielen Dank dafür, weil sehr auch gerne. Das hatten wir noch nie. Wir hatten schon Thermomatten, die ich persönlich nicht ganz so schön finde. So ein Vorhang macht schon deutlich mehr her. Und das als Thermovorhang hatten wir sogar letztes Mal für eine Wohnung gesehen. Danke. Sehr gerne. Das habe ich noch nie gehört. Ja, sehr gerne. Dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht einmal noch zur Garage, wenn das für dich okay ist. Ja, absolut. Ja? Schauen wir einmal rum. Auch hier erkennt man es, glaube ich, wieder. Die Leisten. Erzähl gerne mal. Mit Garagen lasse ich immer einfach frei Lauf. Ja. Erzähl gerne. Sehr, sehr gerne. Ja, dann greifen wir das Thema wieder auf. Hier sind die Thermovorhänge. Genau. Ja. Ganz einfach wieder mit Expander gelöst. Zum Aushaken, Haken zuziehen. Hier ist die besagte Matratze drunter für die Betterweiterung. Ja. Ich habe dann hier ein weiteres Brett eingesetzt, um den Platz hier auch noch für mich zu nutzen, in dem einfach Pullis drin sind, ein paar Arbeitssachen. Und das ist so eine ganz besondere Box für mich, weil da kommen immer die Sachen rein, für die ich dann irgendwann mal keine Verwendung habe. Und mit denen versuche ich, also die verschenke ich dann. Ja, also das möchte ich dann auch in Marokko machen, wo es als nächstes hingehen soll. Da habe ich schon mal ein paar Sachen vorbereitet, die ich dann wirklich dann an Leute, die es vielleicht nötig haben, verschenken möchte. Super cool. Genau. Ja, sehr sympathisch, super cool. Ansonsten habe ich hier noch einen Schwerlastauszug. Ja. Das heißt, für mein morgendliches Kaffee-Ritual, die Mokka-Trinker kennen es dann, kommt da die Bialetti drauf und da zelebriere ich dann meinen Kaffee mit der Mühle und wie man es halt kennt. Ja. Ja. Also auch eine Draußenküche oder eine Kochmöglichkeit. Genau. Finde ich super praktisch, wenn das Wetter schön ist. Ne? Richtig, genau. Es ist immer sehr praktisch, eine zweite Variante zu haben, so wie mit der Dusche vorher drin. Weil irgendwas kann ja immer mal sein und gerade wenn das Strom ein bisschen knapp ist, dann macht man sich halt hier schnell, irgendwie wärmt man sich sein Web auf oder irgendwas. Also das geht dann schon auch, um Strom zu sparen. Ja. Super schön. Genau. Sehr cool. Ein bisschen Stauraum hat man hier innen natürlich dann auch. Ja. Schwedenfeuer, wenn man Feuer machen darf, ist das eine ganz saubere, angenehme Lösung, um das Lagerfeuer-Feeling rauszuholen. Ja. Dutch-Ofen, ist natürlich auch super praktisch zum Brotbacken mit solchen Förmchen und so weiter. Haben wir schon gemacht. Ganz tolle Sachen kann man da machen. Super cool. Ja, ansonsten kann man vielleicht noch mal ganz kurz reinschauen. Hier runter ist relativ dunkel. Da sieht man, dass die Jungs echt richtig tolle Arbeit geleistet haben. Da sind die Kabel teilweise im rechten Winkel verlegt. Also die haben das richtig toll gemacht. Ich habe auch von den beiden einen Ordner mitbekommen, nochmal danke dafür, mit allem drin. Es sind Schaltpläne drin, wo du genau weißt, wo sie was verbaut haben und wie was miteinander funktioniert. Das ist natürlich Gold wert für einen weiteren Ausbau. Den Jungs können wir natürlich auch super gerne Props geben, wenn die irgendwas haben zum Verlinken oder mehr Projekte von sowas haben. Ja. Wenn nicht, dann hat sich das, glaube ich, erledigt, aber können wir super gerne auch verlinken. Ja, ich werde die kontaktieren und dann werde ich sie fragen, ob es in Ordnung ist. Ich glaube, die würden sich darüber freuen. Auf jeden Fall. Ja. Was hast du hier hinter? Genau. Das würde mich noch interessieren. Das sind diese Akustikpanelen, nennt man die. Die sind ja irgendwann mal aufgepoppt. Ich fand die schon immer sexy. Ja. Und habe mir dann eins hier reingeschnitten. Was natürlich einmal so diesen Innenraum so ein bisschen verschönert, den Blick von außen. Der ist jetzt in dem Fall ist der einfach aufschiebbar in der ersten Variante, gelöst mit ganz normalen Häkchen hier. Mhm. Und in der zweiten Variante kann man den hier einfach rausnehmen. Also das ist ja smart, ja. Genau. Also wirklich einfach reingesetzt, versteckt die komplette Garage. Ja, genau. Ist total smart. Easy, hat auch eine Wärme- und dämmende Funktion. Und aktuell habe ich jetzt hier noch so ganz einfache Boxen mit so ein bisschen Werkzeug drin, mit ein bisschen Sportsachen, ein paar Shaker, was man so noch braucht, wenn man als Gastronom auf Reisen ist. Und noch ein bisschen ein paar Leisten und Holz zum Basteln. Hier ist der weitere 20 Liter Tank. Ah, das erwähnt, Genau. Hier hinten habe ich noch
was Nettes versteckt. Das sind Tischbeine, die man vielleicht kennt, so aus dem Esszimmer. Okay. Die Platte, die ich vorher erwähnt habe, meine Homeoffice-Platte, die hat diesen gleichen ganz tollen Klettverschluss. Mhm. Und die kann ich rausnehmen, dann mache ich die Tischbeine drunter und noch so eine Querverstrebung, die ich mir gebastelt habe, und dann habe ich meinen Campingtisch. Also man kann mir die auf jeden Fall mitnehmen. Du hast ein paar mobile Sachen verbaut und für alles quasi eine Zweitverwendung irgendwie, doch für viele Sachen eine Zweitverwendung, ja, beziehungsweise eine zweite Version. Das war möglich, ja. Super praktisch. Ja, genau. Schlussendlich haben wir dann hier noch das Herzstück versteckt. Das ist eine EcoFlow Delta Max 2000. Oi. Ja. Genau, die quasi mit den 400 Watt da oben gespeist wird. Und an den ich einfach mit einem langen USB-C-Kabel mit 100 Watt mein Telefon laden kann. Ich glaube gar nicht, wie schnell das geht dann. Fix voll. Ja, ja. Und genauso wie mein MacBook. Also das ist schon echt praktisch. Hinten dran sind dann noch so smarte Adapter, damit ich über die Madame, auch gewisse Stromkreise aktivieren und deaktivieren kann. Das heißt, ich nehme dann gewisse Stromverbraucher abends einfach raus. Ja, dieser Stromwandler, der da mit innen drin verbaut ist, der braucht ja auch Strom, und so kann man das lösen. Das möchte ich noch einmal kurz hervorheben oder erklären, wie ich das verstanden habe, Sascha, nur nochmal für die Zuschauer. Das heißt, du kannst wirklich abends sagen, Alexa, Schlafmodus, und dann nimmt der quasi Verbraucher raus. Ja. Regelt, drosselt den Stromverbrauch runter, und dann kannst du quasi schlafen, ohne dass alle Systeme an sind. Genau, ja, der schaltet dann einfach die Induktionsplatte aus, die Madame aus. Das Einzige, was anbleibt, ist das WLAN und der Philips Hue Hub, weil mit denen kann ich per Sprachsteuerung dann natürlich wieder alles aktivieren. Ja. Genau. Unglaublich. Ja. Das ist sehr beeindruckend. Dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht noch einmal rum, oder beziehungsweise können noch super gerne hier bleiben, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Fragen auftauchen zu Inspo. Wo kann man dich kontaktieren, Sascha? Ich habe jetzt keinen typischen Vanlife-Challenge, aber ich hab noch einen kleinen Gastro-Account auf Instagram und habe da mal ein bisschen angefangen, bei Highlights so ein paar Vanlife-Dinger reinzuposten. Und ich glaube, den werde ich dann irgendwann einfach nutzen, weil da geht es um Leben, Lebensgefühl und Momente und so. Und das passt ganz gut zusammen. Und finden bzw. mir schreiben könnt ihr dann gerne unter sascha.schumacher, Schumacher ohne H, .in für Ingolstadt. Super. Das verlinken wir hier noch einmal für alle, die noch Fragen an Sascha haben. Ganz kurz noch, Sascha, darf man fragen, wie viel du für den Van bezahlt hast? Ja. Und dann nach deinem Upgrade, wie viel du für das Upgrade bezahlt hast? Ja, gerne. Also ich habe knappe 30.000 habe ich für den Van gezahlt. Und habe jetzt nochmal ungefähr 8.000 bis 10.000 Euro reingesteckt. Und bin dann somit mit Reparaturen, also es gab dann quasi noch neue Reifen, neue Bremsen, eine Dachträgerkonstruktion, bin ich dann quasi jetzt auf 40.000 Euro. Super. Genau. Also für 40.000 Euro so ein Van, das ist schon echt eine Hausnummer. Super, super schön. Wir danken dir vielmals für die sympathische Roomtour. Gerne, gerne. Und hast du sonst noch irgendwas? Ja, vielleicht noch eine Kleinigkeit. Bitte. Ja, guck mal. Genau. Wenn man surft, muss man sich auch immer fit halten. Und dementsprechend habe ich mir mit der besagten Dachträgerkonstruktion, die ich auch sehr empfehlen kann. Die übrigens als Info eben wirklich genutzt wurde. Zumindest die wie nennt man die Bänder? Das sind so Sportbänder, ja, so genau. TRX oder wie? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich habe mir dann einfach, das ist ja ein Aluprofil, Vierkant-Aluprofil, in dem Fall mit 40 mm. Mit M8er Schrauben kannst du da einfach alles dran machen, was du möchtest. Also ich habe einen kleinen Safe oben für meinen Autoschlüssel, ja, weil den will man beim Surfen dann nicht mitnehmen. Ich habe jetzt diese Terra-Bänder auch aus dem Decathlon oder THX-Bänder. Und hier oben ist noch ein zweiter versteckt. Und da kannst du dann quasi Brust trainieren, drehst dich um über Kreuzrücken. Das ist, kann ich nur empfehlen. Also das macht
Da startet man gleich ganz anders in den Tag, ja. Also sogar noch ein halb integriertes Fitnessstudio mit drin. Die Dachkonstruktion hast du gerade erwähnt, auch super praktisch. Vielleicht auch, wenn es da Fragen gibt, kann man dich kontaktieren. Ja. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Ausführungen. Ja, absolut. Sascha, wir sagen vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und gute Reise dir noch in Marokko. Ich danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.